Aber ich will erstmal das hier mitnehmen. Ha? Ich habe keinen Platz. Moment. Das Problem lösen wir, indem ich hier einfach mal ein Speer wegschmeiße. Wobei, ich kann es auch verkaufen. Egal, der kann weg. So. Gut. Dann haben wir jetzt Broken Solar Gun. Wir haben eine kaputte. Erinnerung an Vater. Oh, der Baum wächst auch ein bisschen mehr. Wollen wir doch mal gucken, ob wir den vielleicht heile machen können. Ich gehe gleich natürlich auch noch ein bisschen einkaufen. Ja. Da wollte ich jetzt nämlich mal gucken. Vorher aber noch einmal speichern. Falls das Schmieden in dem Fall auch schief laufen kann. So, Speichern abgeschlossen. Ja. Die Versiegelung kannst du uns überlassen. Wir können Ringo nicht den ganzen Ruhm davon tragen lassen. Das ist die erste große Aufgabe seit langem. Und wir sind bereit. Verpasst Jormungandr den Schlag auf den Kopf, den er verdient hat. Hm? Ist das, was du da hast? Ist das? Die Solargun, die Gun del Sol. Du hast es also geschafft, sie zurückzuholen, was? Sie ist jedoch in keinem guten Zustand. So wird sie dir nicht viel nützen. Mal sehen, ob ich sie für dich reparieren kann. Man nannte mich mal Gun Master. Sie wird vielleicht nicht wieder wie vorher, aber ich krieg sie wieder hin. Du hast die kaputte Solargun übergeben. Gut, wir müssen gar nichts tun. Das macht der Schmied alles alleine. Das müsste reichen. Du hast die Solargun Gun del Sol. Sie müsste wieder gehen. Aber du kannst keine Lenses wechseln und die Energieeffizienz ist geringer. Ich habe jedoch versucht, es wettzumachen. Du kannst den B-Knopf gedrückt halten, um ihre Kraft zu verstärken und eine High-Energy-Ladung abzufeuern. Versuch es. Klingt gut. Okay, die Gun ist toll, muss ich dann wahrscheinlich noch entsprechend ausrüsten, logischerweise. Ja, packen wir es in die Faust. Fausten brauchen wir nicht mehr. Kraft 75. Solarpistole erhöht die Angriffskraft basierend auf Sonnenlicht. Ja, sehr cool. Wir können uns jetzt wie im ersten Teil, ja, frohmunter auf die Gegner stürzen mit der Solargun. Sehr cool. Ich würde aber trotzdem sagen, die Sonnenenergie mache ich erstmal ein bisschen geringer. So. Und dann wollen wir gucken, ob wir vielleicht noch einen Speer schmieden können, gescheites. Oder vielleicht auch hier den Flegel. Wobei, beim Speer habe ich ein bisschen Bedenken, ne? Egal, erstmal das ausrüsten, damit ich das benutzen kann. Und dann gucken wir mal, was wir entsprechend schmieden können. Ja, es ist halt ein Faustsymbol, deswegen... Es tut mir leid, wenn du was wieder falsch verstehst, Inas. So, ich will schmieden. Gucken wir mal, ob wir was Gescheites noch kriegen. Nee. Mit was kann ich den Flegel denn kombinieren? Da kriege ich nur eine Axt. Da kommt gar nichts Gescheites. Moment. So, Moment. Den rüste ich einmal aus. Und dann gucke ich mal. Was passiert, wenn ich den Flegel und die Axt nehme? Ich krieg einen Hammer. Ja, ist okay. Dann wollen wir mal. Das wird sogar fast ein perfektes Ergebnis.
Ich würde sagen, das ist das beste Ergebnis, was ich bisher hatte. Wow, tolles Handwerk. Dein Timing beim Schmieden ist perfekt. Unglaublich, du hast es 18 Mal richtig gemacht. Zur Belohnung gebe ich dir dies. Ich kriege ein Geschenk dafür, wenn ich vernünftig schmiede? Du hast ein Foto von Smith. Yay. Okay, wollte gerade sagen, wo ist jetzt mein Hammer? Kraft 40, Maul SP. Alles klar, so. Direkt ausrüsten. Riesiger Holzhammer. Erhöht Schaden an materiellen Monstern. Ja, viel Besseres kann ich gerade nicht zustande kriegen, ne? Gut, aber ich will noch ein paar Heil-Items, wie gesagt, kaufen. Was tun wir hier? Jojojo. Ich habe gehört, was passiert ist. Scheint ja in ernsthafte Sachen verwickelt zu sein. Ich arbeite nur hier im Objektladen. Der Laden gehört mir nicht. Ich kann nicht viel tun, um dir zu helfen. Aber ich weiß, was du vorhast. Selbst ich weiß, wie schwierig das wird. Also dachte ich, vielleicht könnte ich dir behilflich sein. Du brauchst Gegenstände. Es geht nicht anders. Nur das zählt. Und du hast halt nur diese Tränke, ne? Sehr viel Energie geben die eigentlich nicht. Ich glaube, da gehe ich mal nebenan. Master Django, lass mich dir bitte dabei helfen, Jormunganda zu versiegeln. Ich kann Ringos letzten Wunsch nicht ignorieren. Es ist eine Weile her, aber ich bin jetzt bereit. Wenn Lita ernst macht, das will ich mir gar nicht ausmalen. Dann sollten sich alle in Acht nehmen. Willkommen, möchtest du etwas kaufen? So. Wie viel kostet denn so eins? 30. Gut, das hier brauche ich nicht. Die verkaufe ich mal. Und kaufe mir mal 3 Earthly Nuts. So. Ich hätte noch ein paar freie Slots jetzt. Ich benutze mal diese Karte. Auch wenn du dich in einen Vampir verwandelst, musst du nachts in den Kerkern sehr vorsichtig sein. Machen wir. So. Weil da steht ja, Statistik wird erhöht. Yep. Geist wurde um 1 erhöht. Gut, nehmen wir gerne. Dann haben wir auf jeden Fall gut Platz und erstmal ein paar Heil-Items auch. Falls es mal nicht ganz so rosig wird. Dann würde ich sagen, sind wir soweit eigentlich gut bewaffnet. Wobei, wartet mal. Was hast du denn noch Tolles? Das Kai-Siegel wurde gebrochen und die Bande des Spiralturms wurde aufgelöst. Die Weltuntergangsbestie. Könnte jedoch zum neuen Leben erwachen. Ich habe meine Pflicht als Wächter nicht erfüllt. Aber es ist noch nicht alles verloren. Du bist unsere Hoffnung. Es bringt nichts, die Vergangenheit zu bereuen. Wir müssen jetzt überlegen, was wir für eine Zukunft voll Hoffnung tun können. Es gibt noch etwas, das wir erledigen müssen, stimmt's, Django? Wir werden dafür sorgen, dass Jormunganda wieder versiegelt wird. Na, Django? So, dann wollen wir doch mal schauen. Du hast auf jeden Fall ein paar nette Sachen, die ich gerne kaufen möchte. Deswegen verkaufen wir jetzt auch mal. Das Breitschwert kann auch weg. Überhaupt, die Schwerter können weg. Ich hätte theoretisch noch eine Claymore, die ich kaufen kann danach. Die ganzen Speere. Weg damit. Ich brauche das Geld.
Gut, dann kann ich mir doch noch ein paar High-Items kaufen. Ich glaube, es hat jetzt doch erstmal Priorität. Diese Waffen hier sind nicht total abgenutzt. Wenn du gute Waffen willst, versuch sie beim Smith zu schmieden. Sie können jedoch besser oder schlechter werden, je nachdem wie gut du bist. So. Ich werde aber erstmal wieder die richtige Lanze ausrüsten. Ja, gut. Beim Schwert habe ich ja jetzt eigentlich mehr oder weniger das Stärkste, es sei denn, ich kaufe wirklich noch das teure Schwert bei ihm und gucke mal, was ich da noch draus kriege. Ja, kaufen wir. Ich glaube, das machen wir auf jeden Fall noch. Der Wert deiner Waffen hängt ganz von ihrer Qualität ab. Jede SP-Waffe bringt dir eine hübsche Summe ein. Ich habe nur eine. Aber es ist auch nicht ganz so einfach, sowas zu schmieden. So, dann gucken wir mal. Einmal können wir jetzt noch schmieden. Ein grünes Schwert. Ja. Versuchen wir unser Bestes. Schade. Das klappt nicht ganz so gut. Sprach er und rockt jetzt einfach mal alles. Naja. So schlecht war es nicht, aber kein Perfekt, ne? Oh, ein gelungenes Werk. Dein Timing war 13 mal great, 15 mal gut und 0 mal bad. Sieh zu, dass du etwas daraus machst. So, wie gut ist denn das gute Stück? Kraft 39. Rüsten wir mal aus. Gut, ich denke mal, somit sind wir jetzt erstmal gewappnet. Dann will ich jetzt noch kurz einmal hier ein paar Sachen kaufen und dann gehen wir los. Dann sind wir, denke ich mal, gut gewappnet. Zwei Stück kann ich noch kaufen. Ja. Dann haben wir alles. Überlege, ob sonst noch irgendwas fehlt. Genau, wir können noch mal kurz ins Hotel. Weil hier kann ich nämlich noch mal eine Energie voll aufladen. Wobei, bevor wir da hingehen, gibt es noch eine Sache, die wir noch machen können. Zum einen erstmal die Statuswerte erhöhen. So, ja. Das passt. Und dann will ich jetzt noch mal in die Wüste gehen. Naja, nicht ganz in die Wüste. Aber kurz davor. Weil es gibt hier noch einen Bereich, den wir nochmal angehen wollen. Beziehungsweise, wo ich euch einmal zeigen will, wo ich, ja, gelevelt habe. Vor der Aufnahme. Damit wir sozusagen, ja, besser gewappnet waren. Nämlich in die Katakomben. Hier gibt es nämlich jetzt zwei neue Bereiche, die wir besuchen können. Drei sogar mittlerweile. Jetzt gibt es Hund, Knochen und Vogel. Im Knochenbereich habe ich sozusagen gelevelt, weil die Gegner dort geben sehr viel Erfahrungspunkte. Aber ich denke mal, wir gehen nochmal alle drei Bereiche einmal durch. Vielleicht finden wir noch ein paar nette Sachen, die wir mitnehmen können. Oder machen einfach mal die Hunde platt. Der Schaden ist schon ganz gut. Die haben ja gar keine Chance. Oh, scheiße. Gut, da ist jetzt was liegen geblieben. Oh, ich kann nicht abbrutzeln. Gut, lassen wir den erstmal schön brutzeln. Wir beschleunigen das Ganze mal. Okay, wieso ging es bei den einen jetzt schneller? Ich weiß es nicht.
Gut, jetzt ist er weg. Weg. Die Hunde gehen. Nein. Und dann fehlt immer so ein bisschen, um ihn angreifen zu können. Ich kann es nochmal holen. Och Mann, geh weg, Mumie. Fleisch. So. Du bist fällig. Zwei Wege. Einfach durch. Na komm. Du hast mir mein Essen geklaut. Dankeschön. Immer diese diebischen Hunde. So. Na, schon wieder meine Nuss. Okay, jetzt habe ich einen Heiltrank dafür bekommen. Ich will meine Nuss zurück. Okay, du klaust mir nichts. Vergiss es. Oh, die hinterlassen nichts diesmal. Jetzt ist mein Trank futsch. Aber so schnell kriechen wir zurück. Oh, scheiß auf die Mumien. Oh, grünes Schleim, das ist ja nicht so bedrohlich. Oh nein, da bleibe ich weg. Die Bienen sind nämlich nicht sehr nett. Oh shit. Sonnenenergie. Okay, die Falle. Drei Hunde. Vier. Besiege alle innerhalb der Zeit. 30 Sekunden. Ach du Scheiße. Das mache ich aber erst, indem ich... oh Scheiße, da ist was abgelaufen. Weg damit. Ja. Ich nehme mal eine. Und dann einfach auf die Vollen. Ich habe schließlich nicht ewig Zeit. Okay, das ging echt flott. Ein Foto des schwarzen Django haben wir bekommen. Sehr cool. Dann haben wir den Bereich auch schon mal geschafft. Gut, dann öffnen wir jetzt mal den Knochenbereich. Da würde ich sagen, nehme ich sogar die Energie hier. Weil damit gehen die schnell kaputt. Oh oh. Der Bogenschütze ist böse. Ihr seht, die gehen auch recht schnell kaputt. Und wie schon gesagt, die geben mitunter die meisten Erfahrungspunkte. Also gerade wenn man in dem Bereich ist, wo ich ja die Aufnahme vorher beendet habe, ist nicht verkehrt, ein bisschen stärker zu sein. Oder vor dem Oktopus, je nachdem. Ich weiß aber auch nicht, ob der Bereich schon vor dem Kampf gegen den Oktopus schon da ist. Ich glaube noch nicht. Weil die öffnen sich ja auch immer zu bestimmten Zeitpunkten, die Bereiche. Daneben. Oh shit, die Bogenschützen sind böse. Ach komm, scheiß drauf. Ich lauf durch. Wenn die mich alle entdecken, dann ist blöd. So. Und auch noch wichtig, die Skelette müssen verpuffen. Also es darf nichts mehr von ihnen übrig sein. Dann geben die erst Erfahrungspunkte. Weil wenn die so sind und wieder auferstehen, sind sie eigentlich noch nicht wirklich tot. Auch ganz wichtig zu merken.
So, auf euch pfeife ich jetzt auch. Wobei, du warst gerade in angreifbarer Nähe. Egal. Ich will euch nicht mehr sehen und bekämpfen. Nicht in diesen dann Massenauflauf. Daneben. Okay. Wir gehen durch. Na, kann ich dich... Nee, geht nicht. Okay, dann... Müssen wir es eben so machen. Wir kommen zumindest durch. Von daher passt das. Na, 1000 Füßler wieder. Ah, nee. Das wird so nichts. Es wird gleich nur ein bisschen blöd, wenn ich in die Falle trete. Ich brauche die Sonnenenergie. Sonst wird das hier nichts. So, Zeit für Fleisch. Gut. Dann machen wir mal einen kurzen Prozess mit diesen. Wie viel sind's? 5? 4? Besiege die feindlichen Monster, ohne entdeckt zu werden. Was? Das ist unmöglich. Ohne entdeckt zu werden. Sonst habt ihr auf jeden Fall keine Probleme. Na. Okay. Frontal drauf angreifen bringt auch nicht so viel. Dann muss ich es anders versuchen. Aber ich würde sagen, mit denen oben rechts fange ich an. Mit dem hier. Nee. Dann werde ich da ertappt, okay. Ich speichere das mal erstmal hier kurz an diesem Punkt. Falls meine Sonnenenergie doch zu Neige geht. Weil das wird, glaube ich, doch nicht so einfach, wie ich es jetzt vermutet habe. Gut. Ja, toll. Okay, der hat mich doch noch nicht entdeckt. So, einer weniger. Nein! So, dich trägt sich auch aus. Das hier hat wirklich schon irgendwie was von einem Metal Gear Solid gerade. Das ist, wo wir uns nicht erwischen lassen dürfen. Okay, bisher klappt's. Yes, nur noch einer. Huiuiui. Ja! Nicht erwischt! Schleichprofis! Ein Foto von Ringo.